Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Folge Minecraft 1 vs. 1 Turnier. Das hier ist jetzt nachkommentiert, also im Hintergrund seht ihr ein Turnier auf Timolia, das ziemlich cool war und ich möchte euch jetzt hier in dem Video erstmal ein paar Informationen geben, ein bisschen ein paar Updates geben, was in letzter Zeit so los ist und wie es in nächster Zeit sein wird. Und zwar erstmal möchte ich mich an 1000 Abonnenten bedanken. 1000 ist so eine Zahl, da muss ich echt sagen, das ist mega krass. Also ich finde das einfach total, also total viel. 1000 Menschen, die mir zugucken und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also vielen, vielen Dank. Ich werde mir da auf jeden Fall noch was einfallen lassen für euch. Ich rede übrigens gerade nicht so laut, weil es mitten in der Nacht ist und ich nachtaktiv bin in den letzten Tagen. Und da ist es nicht so gut, wenn ich dann da laut rede, weil nebenan meine Eltern schlafen. So. Nächstes Thema. Ich habe jetzt nie Zeit gehabt, ein Video aufzunehmen, weil ich einfach immer nur nachts wach war. Und nachts ist es für mich eben ganz kritisch, ein Video aufzunehmen. Vor allem, wenn meine Eltern eben da sind. Und deswegen habe ich da in der Zeit einfach mit Nilo WoW gespielt. Wir waren da in TS, haben ein bisschen getalkt. Er ist jetzt gerade schlafen gegangen, da morgen WoD-Release ist. Wenn ihr das Video seht, an dem Tag um 0 Uhr wird World of Warcraft Warlords of Draenor released und da werden wir Hardcore suchten. Wir werden die ganze Nacht durchspielen, bis wir Level 100 sind und für die WoW-Kenner, ihr wahrscheinlich auch, oder für die WoW-Fanboys, ihr wisst einfach nicht, wie sehr ich mich gerade freue auf diese Erweiterung. Und Simon wird dann da auch streamen, da werde ich dann auch so nebenbei ein bisschen im Chat mit dabei sein. Natürlich werde ich dann da auch spielen, ist ja klar. Auf jeden Fall freue ich mich da schon mega drauf. So, was ich euch jetzt erstmal sagen möchte ist, was habt ihr so für Ideen, was ich machen könnte? Was wünscht ihr euch? Wünscht ihr euch mehr Survival Games? Wünscht ihr euch mehr Ender Games? Wünscht ihr euch mehr Abwechslung, das heißt vielleicht mal zwei Videos am Tag? Wie ist das, wie wollt ihr das sehen? Wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne zwei Videos haben und zum Beispiel einmal Survival Games am Tag und einmal was anderes, dann mache ich das natürlich. Und dann zum Beispiel jeden zweiten Tag Sims, wie ihr das wollt. Ich zum Beispiel habe ja auch mega Bock auf die Binding of Isaac Rebirth. Wie findet ihr das? Ich finde das ja mega cool und wenn ihr sagt, ey, Boomstoggy, mach das, dann mache ich das, weil ich finde das Spiel mega cool und ich würde es gerne let's playen. Und deshalb habe ich da überhaupt nichts dagegen. Und ich kann auch gerne ein WoD angespielt machen. Ich habe ja so eine Serie, die heißt Angespielt. Da zeige ich immer mal wieder Videos, wie ich sie anzocke. Ich habe schon ein paar Folgen online, da habe ich, glaube ich, Hearthstone gespielt. Dann habe ich Magicite gespielt, also so ganz verschiedene Spiele. Und die waren eigentlich alle ganz cool. Und ich glaube, dass WoD da auch ganz gut ins Schema passen würde. So, ich versuche natürlich jetzt in nächster Zeit wieder Videos aufzunehmen. Mal schauen, vielleicht kommen auch ein paar Videos mit Nilo, wenn ihr drauf Bock habt. Schreibt es mir einfach mal in die Comments. Und dann würde ich eigentlich ja schon fast sagen, dass es das war. Ich möchte euch hiermit ja nur so ein kleines Update-Video geben, mich bei euch bedanken und dass ihr mir hier so ein paar Vorschläge in die Kommentare schreibt. So gut, das war's dann von meiner Seite. Morgen dann mit einer schönen Runde Survival Games. Und ich werde morgen auch ein bisschen vorproduzieren, da ich eben dann in den nächsten Tagen WoW spielen werde. So Leute, ich würde einfach mal sagen, das war's. Haut rein, macht's gut, bleibt nicht immer allzu lange wach und macht euch den Schlafrhythmus auf jeden Fall nicht so kaputt, wie ich ihn mir kaputt gemacht habe, weil gesund ist es nicht, aber was soll's, wir sind halt die Nachtaktiven. Gut Leute, ich würde sagen, das war's. Haut rein. Haltet die Ohren steif und ciao.